Einführung von Slot-Verpflichtungsketten. Jeder Block enthält eine kryptografische Zusammenfassung der Netzwerkaktivität innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Alle Transaktionen, die in diesem Zeitrahmen akzeptiert werden, sind in der gleichen Slot-Verpflichtung enthalten. Auf diese Weise können Knoten wissen, dass sie synchron sind. Eine Slot-Verpflichtung enthält eine Wurzel, die mit der vorherigen Slot-Verpflichtung verknüpft ist und so eine Kette bildet. Wenn ein Knoten einen Block mit unterschiedlichen Slot-Verpflichtungen erhält, wählt er einfach die Kette mit der Mehrheit des Konsenses. Kurz gesagt, eine Slot-Verpflichtungskette gibt den Knoten einen Zeitplan des Konsenses des Netzwerks. Dies dient zur Gewährleistung der Konsistenz über das IOTA-Ledger.